Aua. Aber ich habe ja noch meine High-Items. Die werde ich nämlich jetzt auch verwenden. Damit ich nämlich für den Fall der Fälle auf jeden Fall noch Heilung habe. Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen und zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Uriel. Uriel. Ernte, was du gesät hast, Verräter! Hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan? Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure! Was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen heiligen Schein ziehen. Steh nur wieder auf. Ich werde dich nochmal töten. Ich habe nur Befehle befolgt. Wie du. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen. Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält. Ich habe es nicht vergessen. Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine.
Und damit haben wir es geschafft. Damit ist Darksiders beendet. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Ich habe es geschafft. Ihr habt auch gesehen, ich habe insgesamt, glaube ich, 4 Trophäen erhalten. Kann das sein? 4 Trophäen. Zum einen die Trophäe für das Besiegen von Abaddon. Die zweite Trophäe war für das Beenden des Spiels auf leicht. Die zweite Trophäe war für normal. Beziehungsweise, ja, die dritte war für normal. Die zweite war nämlich nicht für einfach, sondern eigentlich für apokalyptisch. Und die letzte war auf jeden Fall für einfach. Also deswegen, geil finde ich sowieso den Namen. Das soll einfach sein? Kann man zweideutig erkennen. Im Grunde genommen bedeuten. Verstehen. So, jetzt habe ich es auch. Und zwar, entweder... Oh, das soll einfach sein. Das war ja ziemlich schwer. Sagen wir es mal so. Das soll einfach sein? Das war ja gar nichts. Das war ja im Grunde genommen ein Film. Ja. Dann noch die zweite Sache. Ich weiß nicht mehr. Was war das nochmal? Irgendwas mit gerechter Sache oder irgendwie sowas. Und das dritte war der wahre Reiter. Und dadurch, dass ich das jetzt auf apokalyptisch durchgespielt habe, ist es natürlich jetzt soweit. Ich fertig. Zum Spiel selber, ich muss sagen, Darksiders hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, ich kann wirklich nur sagen, wer das Spiel nicht kennt, zockt auf jeden Fall die Demo. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr sowas mögt wie God of War oder Zelda oder Devil May Cry eher gesagt, dann wird Darksiders auf jeden Fall ein Spiel sein, das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut bei euch dann auch ankommen wird. Eins muss ich allerdings dazu sagen, schwierigkeitsgradmäßig. Ich kann jetzt nur leider für mich sprechen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Über-Mega-Super-Pro jetzt irgendwie war oder sonstigen Kram. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich auf auf dem Schwierigkeitsgrad apokalyptisch gespielt habe, habe ich ein ziemlich leichtes Spiel gehabt. Also ich habe mehr sowas erwartet wie bei God of War 3, dass dort viele Sachen eigentlich ziemlich schnell enden können mit dem eigenen Tod. Ja, dann hat noch der wunderschöne Beobachter, ich will immer Berater sagen, Beobachter hat natürlich schön eins auf die Fresse bekommen. Das freut mich natürlich extrem, weil der war ja echt gerade zum Schluss wieder voll zum Kotzen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr eure Meinung zum Gameplay und zum Let's Play und etc. pp. In die Kommentare schreiben würdet. Auch zum Game selber jetzt. Aber bitte beachtet, dass ich für diese Legelagen teilweise echt nichts kann. Ich habe im Grunde genommen eine ziemlich leere Festplatte und ich habe trotzdem diese Einbrüche. Ich verstehe also selber nicht, warum das der Fall ist. Ich habe jetzt beispielsweise noch etwas über 300 GB frei. Bedenkt, am Anfang hatte ich fast 400, also es ist nicht viel gewesen, wo jetzt was jetzt zeitlich passiert ist. Und ich habe fast 100 GB dafür jetzt gebraucht. Also deswegen, ja. Nein, auf jeden Fall die Credits sehr schön gemacht und wir wissen ja jetzt auch, wie die anderen drei Reiter heißen. Tod,
Wut und Hader, so wie ich das jetzt so mitgekriegt habe. Also Hader hat einen ziemlich bescheidenen Namen, muss ich sagen. Im Englischen heißt das Drive, was ich ganz ehrlich gesagt auch ziemlich cool finde. Also im Englischen hat er auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Namen bekommen. Ich habe mir auch den Comic dazu angesehen. Es gibt einen Comic, der vor eben halt Darksiders jetzt 1 spielt. Und zwar, ich meine sogar noch vor der Apokalypse. Und ja, bei dem wird eben halt erklärt, wie oder warum Krieg eigentlich diesen einen dicken fetten Arm hat, diesen Unterarm, den linken. Das liegt nämlich daran, dass da eigentlich kein Arm ist. Da hat nämlich einer der anderen Reiter, nämlich der letzte, Tod, hat ihm da mit seinem Chaosfresser nämlich den Arm abgeschnitten. Weil Krieg so ein bisschen ein auf, ich mach mal eben ein auf Rambo und töte alles, was im Grunde genommen in meinem Weg steht. Und da Krieg nicht horchen wollte, haben sich die anderen drei Reiter eben sich gegen ihn gestellt, wobei Strife, ich nenne ihn jetzt Strife, weil das einfach besser klingt, sich ziemlich passiv verhalten. Und Krieg hat sich eben halt angriffsmäßig auf Wut oder Fury, nennen wir die jetzt mal auf Englisch, auf Fury auf jeden Fall gerichtet, und Death hat sich eben halt dazwischen gestellt und hat den Angriff mit seinem Körper abgefangen. Strife hat er jetzt schon. Fury hat dann mit ihrer Peitsche dann eben halt Wars Arm als auch den Chaosfresser eben halt festgehalten. Tod konnte dann Chaosfresser greifen und Wars Arm abpacken, und so ist eben halt War wieder zurück zu Sinn gekommen. So, ja, Darksiders 2. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das in nächster Zukunft holen werde, also wenn das rausgekommen ist. Ich bin ja auch niemand, der jetzt wirklich das aktuellste Let's Playen muss. Vor allem, weil ich nicht so viel Zeit dazu habe. Aber ich denke mal, bei Darksiders 2 könnte ich sogar eine Ausnahme machen. Bei der einen Seite hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, die Credits sind bald vorbei. Es sei denn, die laufen jetzt hier zum zweiten Mal durch. Ich glaube aber nicht. Ich werde jetzt erstmal was trinken. Lecker, Brüche. Danke, dass du das jetzt erst machst. Und nicht so ziemlich in der Endcutscene, weil das fand ich jetzt echt ganz, ganz gut, dass da kein Einbruch war. Gibt es sonst irgendwie noch was? Was könnte man noch so wirklich großartig sagen? Die Testers, natürlich, Testers. Tester sind immer wichtig. Gerade für Übersetzungen, dass das alles so richtig klappt. Man sieht ja in einigen Spielen, dass man es nicht gemacht hat. Oder, ja gut, okay, dann muss man aber auch sagen, die Übersetzer haben ziemlich viel Blödsinn gebaut. Ich will jetzt kein Spiel ansprechen. Final Fantasy 7. Ja, Final Fantasy 7 hat übrigens eine teilweise echt grausige Übersetzung. Das habe ich jetzt aber auch erst vor kurzem. Na, nicht vor kurzem, eigentlich. Wann habe ich das gemerkt? Als ich das zweite Mal angezockt habe. Das war jetzt vor... Wann war das? 5, 6... 2004, glaube ich, war das. 2004, 2005, glaube ich, habe ich das letzte Mal
oder das zweite Mal Final Fantasy 2, sag ich schon, 7 angespielt. Und da ist mir das eben halt aufgefallen. Da habe ich dann meine PlayStation-Fassung angemacht, weil ich damals die PC-Fassung angemacht habe und ja. Aber wir wollen hier nicht von Final Fantasy 7 reden, sondern über Darksiders. So, Darksiders ist beendet. Ihr wisst ja, dass ich jetzt die apokalyptische Rüstung auf jeden Fall jetzt zu guter Letzt holen werde. Als auch die ganzen anderen Sachen. Ich werde jetzt allerdings definitiv noch, sobald das hier alles vorbei ist, werde ich noch ganz schnell, sofern mein Laptop da mitmacht, weil ich habe nämlich wenig Lust, das jetzt eigenständig zu suchen. Dann werde ich nämlich mein Feind, mein größter Feind im Internet namens Google fragen. Eventuell bringt er da doch mal wirklich was Gutes bei raus. Aber wie gesagt, mein Laptop, der ist nicht gerade so begeistert davon. Ganz im Gegenteil, der ist sogar ziemlich stinkig auf mich. Der kocht beinahe vor Wut. Oh, heiß! Ah, endlich! So, und Furious Embrace. Abgrundrüstung. Da haben wir es doch. Ja, jetzt direkt im Anschluss noch die wunderschöne Abgrundrüstung. Das dürfte auf jeden Fall noch drin sein. Liebe Credits, ihr seid mal wieder extrem lang, wisst ihr das? So kann ich mir echt dann wirklich mal so ein bisschen was palabern. Und ich weiß nie, was ich palabern soll. Special Thanks! Ja! Das heißt, das ist gleich vorbei. Das ist gut, das freut mich. Ja, wie gesagt, die Credits sind mal wieder so wunderschön lang. Development Babies. Oh, guck mal, so viele kleine Babys wurden geboren während der Arbeiten daran. Created by Vigil Games. Nein, das ist ein YouTube-Video. Dann machen wir das uns mal ein bisschen einfach. Wir klicken einfach mal auf einen anderen Link. So, Darksiders. Was ich jetzt aber wissen möchte, ist... Egal. So, das bla 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 bla. Wir wissen ja, hier, jetzt haben wir das auch geschafft. So.